Hey Leute, willkommen zu meinem zweiten Review-Video. Heute möchte ich euch den größten Panzer von Kobi vorstellen, den Jagdpanzer EN-100. Ist ein in World of Tanks ein Stufe 10 Jagdpanzer der Deutschen und hat fast 1000 Teile, 950 ungefähr. Ja, ist ziemlich groß, wie ihr sehen könnt. Und dessen, also hier hat ein paar Prints, ein paar Sticker. Das ist ein Sticker. Sticker. Die habe ich drauf gemacht, da war ich noch jünger. Sticker. Das hier ist tatsächlich ein Druck. Es soll so eine Luke sein, darstellen, die nach unten klappen kann. Kann sie tatsächlich sein, einfach so eine 3x4 Plate. Und das sind alles Drucks hier. Also die ganzen 3D-Teile, die da sind, sind Drucks. Ja, also ich finde es ziemlich cool. Es hat die breitesten Ketten, die Kobi momentan hat, die 3 Breiten. Man kann die Seiten hier wegmachen. Ihr hört jetzt eigentlich nicht dazu. Sieht auch ein bisschen anders aus, aber um es euch zu zeigen. Das sind hier ja nicht die normalen, das sind so größere. Also die sind mit solchen, wie man sie eigentlich nur bei den Antriebsrädern hat, festgemacht und sehen halt so aus. Die habe ich momentan nur bei diesem Set gesehen. Also es könnte sein, dass es ja quasi einmalige Teile sind. Und jetzt bin ich nämlich dran. Tut mir leid, wenn ihr Hintergrundgeräusche hört. Meine Katzen sind da in meinem Zimmer. Das hier finde ich ganz gut dargestellt. Was ich mir irgendwie fehlt, ist ein Auspuff. Also ich sehe jetzt hier keinen visuell dargestellten Auspuff. Das sind Luken. Der eine für den Fahrer, glaube ich, und das andere für den Funker, weil ich hatte ja kein UMG oder so. Es bestand in World of Tanks sind 6 Crewmember. Und wenn ich aber den Panzer jetzt so sehe, würde ich sagen 1, 2. Die zwei vorne, dann den Kommandanten 3, Richtschützen 4, 2 Ladeschützen 5, 6 und den Turmschützen hier oben. Und den MG-Schützen hier oben sind dann 7 Crewmember. Hier hinten, die Luke kann man öffnen, ist vermutlich zum Beladen der Munition. Und hier drinnen ist gleich versteckt so eine Truhe. Da ist jetzt nichts dabei, aber eigentlich müsste da so ein Schraubenschlüssel dabei sein. Der ist halt hier drin. Vorher zum Referieren die Tracks der Ketten, auch wenn ich nicht glaube, dass die so einfach im Feld im Gefecht repariert werden könnten in Lila in der Echt. Hier hängt eine Ersatzkette und hier hängen Ersatzketten. Hier kann es ein bisschen tricky sein, denn manchmal kann es sein, dass die nicht zusammenhalten wollen, die und die. In dem Fall würde ich sagen, einfach habe ich so gemacht, bis ich den Trick herausgefunden habe. Bei mir hat es funktioniert, aber ich habe schon welche gesehen, wo es nicht funktioniert hat und da haben sie es einfach weggelassen. Sieht auch nicht schlecht aus. Hier sind mir schon welche so diese Führungsdinger abgebrochen und ja. So, da bin ich wieder. Ich habe kurz die Figur geholt, die dazu gehört. Das ist einfach so ein weißer Mann mit hier einem Halfter mit einem Gürtel und hier einem Halfter. Klassische Kubi-Figur, die Mütze habe ich leider verloren. Und hier halt noch so ein Fernglas zum Gucken. Enemy spotted. Der Panzer fuhr ungefähr 30 Kilometer die Stunde, was angesichts seines Gewichts nicht verwunderlich ist. Und die Ketten laufen halbwegs gut. Also ich habe schon schlechteres gesehen, aber auch schon besseres. Hier ist ein Licht, was ich allerdings auch benutze, um die Kanonenhalterung darzustellen. Dann lege ich das quasi so drauf und kann es so durch die Gegend tuckern. So. Das Licht soll eigentlich in der Dunkelheit leuchten, aber es funktioniert halt nicht. Das habe ich schon oft bei Kobi-Lampen gesehen, wie beim IS-7 ebenfalls. Bei dem allerdings leuchten die Lampen halt auch nicht. Sie sehen zwar gut aus, aber wirklich leuchten tun sie nicht. Hier sind so Abschlepphaken. Und ja, viel mehr. Ich finde die Ecke hier gut gelöst. Sehr gut. Was aber nicht so toll ist, weil ich bin von Kobi gewöhnt, dass es ziemlich stabil ist, was eigentlich sicher ist. Aber wenn man hier zufasst, dann bricht es halt so ab, weil das hier ist halt
Nur mit einem so einem Teil. Schokos. Hier mit so einem Teil. So dann quasi hier unten. Hier so ein. Da ist so ein Loch und da wird es also eingehakt, der Haken. So reingehakt und dann festgedrückt. Das hätten sie vielleicht etwas besser machen können. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu bemängeln. Auch hier die Ecke wieder sehr schön gelöst. Mit vielen solchen Schrägen, die einfach Lego nicht hat. Weil sie sie nicht herstellen. Der Turm ist leider nicht bewegbar. Das finde ich ziemlich schade, weil der ist halt nur an diesen so zwei Noppen befestigt und leider nicht beweglich. Hier haben wir einen Haufen Periskope. Hier müssten eigentlich noch zwei von denen sein. Mal gucken, ob ich sie kurz finde. Nein, ich habe sie leider nicht gefunden. Aber ja. Das wären halt hier so zwei. Ich kann sie mal machen. Die werden halt dann so dran gesteckt. Und dann hast du sie noch hier so zwei Sichtungen, die in die Richtung zeigen. Das würde ich sagen, ist auch nicht weiter schlimm, weil es fehlen bei mir jetzt keine großen Teile. Hier hinten hat es noch irgendeinen Koffer. Jetzt, wo ich es gerade betrachte, könnte das hier der Auspuff darstellen. Und hier ist auch noch eine coole Technik, was eigentlich hauptsächlich Kobi nur so kann. Rufe ich das kurz ab. Das ist halt hier so ein Teil. Das drehen wir mal den hier um. Und ja. Hier seht ihr die hier. Und die werden benutzt. Also das hängt die hier oben dran. Also erst müsst ihr gucken, dass die Teile da reinkommen. Weil die ist falsch dran gebaut. Jetzt hält es. Das bricht nicht so leicht, weil du kannst es hier unten einfach nehmen und kannst. Ich habe nichts gesagt. Das kann ich etwas überraschend. Kein Kommentar. Dann könnt ihr hier nochmal diese Technik sehen. Den habe ich ersetzt, weil ich meinen anderen verloren habe. Jetzt heißt es zusammensetzen. Moment. So, ich entferne mal erst die hier. Ich lege sie mal kurz als. Zwischenlager dort hoch und ja. Die so hier hin. Eins und zwei. Eins und zwei. Ja, wenn ihr das nicht seht. Und da kann ich noch die Kamera verrücken. Ordnung so. Hier. Das wird jetzt hier. Ich mach's jetzt nochmal dran. Okay, ich korrigiere. Man kann es nicht dran festbauen. Man kann es nicht daran festhalten. Hier sind solche ganz schmalen benutzt. Finde ich gut gelöst. Und hier müssen eigentlich noch so runde Teile sein wie vorne. Die ich allerdings leider verlegt habe. Also, okay. Okay, nicht verlegt, ich sag verloren. Ist ja gut. Hier vorne hat es einen Motor noch. Hier eine Motorluke. Ja. Das sind also zwei nicht selbst gebaute Formmotoren. Ja, ist ganz in Ordnung. Und was das hier sein soll, was die runden Platten darstellen sollen, weiß ich jetzt leider nicht. Und was ich aber mit dem Geschütz noch gut, was ich mit dem Geschütz nicht so gut finde, das ist auf so einer, ich weiß nicht, ob ich euch zeigen kann. Auf jeden Fall fällt mir hier gerade der Panzer auseinander. Alias Vorführeffekt. Okay, dann einfach noch meine eigene Dummheit. Euch auf jeden Fall nochmal fröhliche Ostern und. Ja, ich setze den Panzer wieder zusammen und möchte euch noch was zeigen. Nebenbei, fröhliche Ostern. Habe ich gerade schon gesagt. Whether or not. So, willst du denn jetzt halten? So, einmal. Zweimal. Mensch, was ich bei. Warum will es denn jetzt gerade nicht halten? So, jetzt. Was ich bei dem Set ein bisschen falsch ist, diese riesen Lücke hier.
Also die könnte man natürlich zum Spiel als Schwachstelle, dass quasi ein Schuss hier reinkommt und das Geschütz blockiert, aber ja, muss sein, muss es trotzdem nicht. Ich würde sagen, es ist ein Spielmodell, weil das stellst du, das ist einfach nur ein großer grauer Klotz und das stellst du halt einfach nur irgendwo und hinstellen sieht einfach nicht gut aus. Ja. Was ich euch auch noch zeigen möchte, ist, wir sehen uns gleich wieder. Hallo, willkommen zurück. Und was ich euch noch zeigen wollte, ist, das sind halt diese, wo nicht diesen Klemmeffekt, nicht mit diesem Zusammensteckeffekt. Moment, ich. Was ich euch zeigen wollte, was ich ein bisschen schade, sie haben die Version benutzt. Die mag ich nicht so, weil das ist eins von einem Patriot, der Patton, von Patton Panzer. Und ja, die sind bei mir halt einfach abgebrochen. Ich mag persönlich die lieber, mit die wo diesen Steckeffekt haben. Also wo man so macht, dass sie halt dann schön bleibt, aber man sie auch relativ einfach wieder lösen kann. Hier ist nochmal so, also sie haben halt einfach so eins und dann so genommen. Da wird dann das Geschütz dran gebaut. Zwar nicht so, es ist halt so eine Umkehr, Plate Modified, glaube ich, heißt sie. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe mal, es ist halbwegs kurz geraten. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal und frohe Ostern.